Hallihallo, Hallöle, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier der Oss, willkommen zurück zu einer neuen Runde Crusader Kings 2. Wir stehen hier noch im Krieg gegen zwei Provinzen. Vielleicht haben wir uns sogar ein bisschen übernommen mit drei Kriegen gleichzeitig plus Bauernaufstand. Aber sonst wird es ja auch langweilig. So, wir haben 1500 Truppen zur Verfügung und aktuell 1400 Söldner. Dann würde ich sagen, wir schicken die Söldner nach Hause, die kosten uns zu viel Geld. Und holen uns, was wir noch kriegen können. Die 800 Truppen müssten eigentlich schon reichen. Meine Mutter will meine Gattin töten. Blöde Kuh. Ja. Nö, oder andersrum. So, bekannte Verschwörungen. Du könntest deine Verschwörung eigentlich beenden. Mach's doch. Willst du echt meine Gattin, meinen Sohn töten? Weil du das Kind einer Konkubine bist. Wie viele Söhne habe ich? Du bist mein echter Sohn. Eigentlich, liebe Gattin, darfst du damit gerne Erfolg haben. Viel Spaß dabei. Rest interessiert uns erstmal nie. Wir siegen, obwohl wir gar nichts machen. Das müssen wir auch erstmal nachmachen, ne? Das sind so, sogenannte passive Siege. Na gut, ein bisschen flach. So. Wir selber stehen nicht mehr an vorderster Front. Definitiv nicht. Zumal wir auch schon verstümmelt sind. Haben wir vielleicht inzwischen noch einen besseren Kanzler? Nee. Das ist schon ein 15er. Ja, machen wir alles. Und dann würde ich sagen, das dürfte hier ganz schnell gehen, dann ist die Burg gefallen. Und das gehört auch zu deiner Grafschaft, das kriegst du dann auch. Und dann können wir die nämlich auch gründen. Buchan. Das ist hier oben ein Herzogtum. Okay. Natürlich schön, dass es ein Stück größer ist. Es sind weniger Vasallen, die wir selber an der Backe haben. Denn wir sind im Vasallenlimit schon bei 11 von 24. Meine Tochter fürchtet sich vor Dunkelheit. Und sie wird fleißig. Was das mit der Dunkelheit zu tun hat, weiß zwar auch keiner. Aber gut, wir haben den nächsten Sohn. Die müssen wir alle verheiraten, sonst haben die alle Ansprüche. Und wir haben gesiegt. Wenn hier Niederlagen erlitten. Ach, hier unten stehst du mit deinen Truppen. Das merke ich mir. Kommen wir dich erstmal da unten besuchen. Und hier sind auch nochmal 600 Truppen. Was ist denn das? Die Armee von Leon. Hast du etwa Verbündete? Oh ja, du hast einige Verbündete. Ja, wärmer fast. Unsere Vasallen in die Schlacht rufen müssen. Du hast keine für mich. Wir haben alles ausgehoben. Hier ist noch was. Hier ist noch was.
gehst ebenfalls dorthin. Du gehst ebenfalls dorthin. Moment, alle hier rein, sonst gibt's gleich Ärger. Die Kriege werden interessanter. Zumal die jetzt auch alle miteinander verbündet sind langsam. Meine Konkubine ist schwanger. Ich glaube, auf unsere Konkubinen können wir auch bald verzichten. Sammeln wir hier unsere Truppen. So. Hat er sich ja richtig was ausgedacht hier. Euch besiegen wir mit links. Damit es hier geht. Trifft da ein. Die nächste Konkubine ist schwanger. Du gehst nach Pfeif. Meine Gattin ist auch schon wieder schwanger. Also wir müssen mal feststellen, wir sind schon tüchtig aktiv im Schlafzimmer, ne? Aber so läuft es im Leben. Wer lang hat, kann lang hängen lassen. Und auf wen trifft das besser zu als auf uns? So, belagern wir hier noch eine Runde, dann müsste die Sache erledigt sein. 194, das geht relativ schnell. Schon wieder Truppen? Wo hast denn die alle her? Sind alles deine Verbündeten oder was? Wir verlieren die Eigenschaft eifrig, das ist schade. Aber damit müssen wir leben. Irgendwann muss es doch auch mal reichen. Hä? So. Geht hier rüber. Prozent. Das heißt Sieg. Und wir wollen nur noch da drüber. Du wirst weggegeben. Und dann. Moment. Quatsch. Hier. Herzogtum von Albany. Wird erstellt. Du bist das, ne? Genau, du hast das und das. Dann herzlichen Glückwunsch. Jarltum von Albany samt niedriger Titel. Das gehört jetzt auch dir. Und wir haben unsere Macht nur gesteigert. Zumindest mit den Kindern geht es erstmal richtig voran. Das ist sehr schön. Werden wir gleich hier drüben weiter belagern. Truppen haben die sowieso nicht mehr. Das fällt doch relativ schnell. Zumindest unseren Wunsch einer kinderreichen Familie werden wir uns endlich erfüllen. Die können wir alle schön verheiraten. Die mehren unser Prestige der gesamten Familie. Wir sind mit 4 Gold im Plus, obwohl wir Truppen und so weiter ausgehoben haben. Hier ist vorbei. Sehr schön. So, ihr geht auch nach Hause. So, die haben wir zwar schon mal geschaut. Genau, das ist das alles hier oben. Die eine Provinz hier kann der sich selber holen. Mit dir müssten wir noch einen Waffenstillstand. Ne, haben wir nicht. Verbündete hast du 2, Ostfriesland und Cumberland. Das ist egal. So, du, mein Freund, siehst schon ein bisschen verbündeter aus.
Aber wie es aussieht, alles nur kleine Staaten. Wir machen erstmal ein. So, unsere Lehnstruppen. 2200 haben wir schon wieder selber. Das reicht doch locker für hier oben. Langsam können unser Kanzler wirklich mal fertig werden mit unseren Ansprüchen. Das nervt doch ein bisschen. Denn wir warten eigentlich ewig nur auf diese eine Provinz. Und vielleicht doch gleich gegen beide Krieg führen können. Aber sicher ist sicher. Zwei Verbündete sind noch da. Das ist hier unten Ostfriesland. Was auch nie groß ist. Und wir haben eigentlich Truppen genug. Dass die Provinzen ganz schnell fallen. Du hast aber auch nochmal ganz schön was gekriegt, hä? Wir schauen mal gleich um, wenn wir die eine Provinz haben. Dort gibt es sowieso nichts zu holen, das haben wir selber gerade erst erobert. Von daher macht es gar nichts. So. Gut. Jetzt haben wir euch hier um, dann dürfte es schon gleich gewesen sein. Wir erhalten die Eigenschaft Berserker. Dabei sind wir schon verkrüppelt, also ich bitte dich. Jetzt hauen wir sie endgültig um. Da kommt nicht mehr. Jawohl. Nur noch einen mal drauf. Und die Provinz zurückholen, dann war es das auch. Nö. Du wehrst dich ganz schön. Muss ich mal so sagen. 58% gerade mal. Werden wir hier noch ein Stück weiter belagern und dann müsste das eigentlich gut sein. Ist doch ganz schön Truppen hier. Ein Kind fehlt, ein Vormund. Du bist egal, du bist eine Tochter. Mit dir kann ich nichts anfangen. Waffenstillstände laufen aus. Noch ein Kind fehlt, ein Vormund. Auch du bist eine Tochter. Du wirst verheiratet, sobald du alt genug bist. Das war's auch. GZ an uns. Die geben wir alle weg. Na komm. So. Eine Provinz brauchen wir noch fürs Herzogtum. Aber. Achso, ist ohnehin beides meine. Die werden wir beide weggeben. Achso, was haben wir noch am Hof? Man sieht doch, meine ganzen Söhne haben jetzt schon Nachfolge. Wenn ich richtig gelesen habe, kriegt der mein zweiter Sohn das komplette, meine kompletten Provinzen im Königreich Irland. Das heißt, wir wollen die natürlich vorher weggeben.
da wir das Reich ohnehin noch nicht gegründet haben. Aber wir könnten eigentlich unserem zweiten Sohn, nämlich dir, die zwei Landtitel gewähren. Weil du kriegst sie ohnehin. So, technologischen Fortschritt können wir wirklich mal wieder schauen. Danke für den Hinweis. Eine Provinz brauchen wir ja auch noch. So, du bist im Krieg. Verbündete. Geht schon. Komm, dich holen wir noch mit. Inzwischen sind wir schon bei 2500 Truppen. Außer ihr geht nach Hause. Entscheidung. Nicht was. Katholisch könnte man werden. Dafür ist aber noch zu zeitig. Wir müssen uns ohnehin reformieren, ansonsten können wir hier gar nichts machen. 500 Truppen hast du, das ist nie viel. Gesetze schauen. Das ist mein Sohn, genau. Wer bildet dich eigentlich aus? Lass mich raten. Ach nee, du bist aus 5. Du bist mal von besonderem Interesse. Und ihr geht hier schon hoch und haut ihn allen auf die Schnauze. Was kannst du? So, wir können jetzt in Ruhe hier stehen bleiben. Denn wenn er was machen will, muss er zu uns kommen. Und seine Provinz wird ganz schnell fallen. Meine Konkubine ist schwanger. Da niederliegt, müsste es eigentlich schon fast gewesen sein. Nö. Wahrscheinlich hat er wieder viele Verbündete mitgebracht. Holen wir uns erstmal deine Truppen da drüben. Hast du nochmal 1200 zusammengetrieben? Noch. Feigling, wir haben auch noch. So. Muss man dir sogar lassen, deine Verbündeten haben ganz schön was an Truppen mitgebracht. Unsere Mutter starb an großem Stress. Das macht nichts. Und 15 Agentenführer haben wir ja noch zur Wahl. Haben wir mal einen besseren Marschall? Ja. Endlich! Endlich, endlich, endlich! Kostet uns 75 Gold, 150 Prestige, damit können wir leben. Und damit können wir die
die nächste Provinz erobern. Und zwar nicht irgendeine, sondern hier unten Uppland. Wo unser letztes Heiligtum für die Reformation unseres Glaubens erwartet. Also wir sind noch bei 20 Minuten, Mensch. Wir werden den Krieg jetzt noch gewinnen und in der nächsten Folge werden wir uns wieder mit dem Thema Religion befassen. Einfach weil wir es können. Es müsste hier auch langsam mal gewesen sein. Gut, dass wir nie beide gleichzeitig genommen haben. Das hätte sonst böse für uns enden können. Wenn wir die zwei zusammengenommen hätten. Damit sind wir auch klar in der Lage, die Grafschaft zu gründen und mal schauen, vielleicht lässt der sich sogar vasalisieren. Ach ja, die Religion. Eine der wunderschönen Sachen, wie gesagt, im Shadowed World Mod ist ja, jeder Glaube, jede Provinz kann sich durchsetzen gegen die anderen. Schottland gehört auch bald komplett uns. So. Herzog von Barband. GZ, wir sind im Krieg. Was willst du haben? Krieg um Holland mal wieder. Das war mir so klar. Naja. Hier haben wir zum Glück gewonnen. So. Hier haben wir gewonnen. Ihr geht nach Hause. Das ist das Herzogtum Moray. Zum Glückwunsch. Das Jarltum, vielmehr gesagt. Wir sind ja Heiden. Herzlichen Glückwunsch, mein Sohn. Du bist der Jarl von Moray. Du gehörst mit dazu, genau. Vielleicht. Nein, willst du nie? Falsche Religion. Meine Macht ist zwar riesig, doch ich bin dann die Jura-Lehns, ja, aber es macht nichts. Na gut. Wir sehen uns hier unten im nächsten Krieg ausgesetzt. Da wird auch lustig bestimmt. Da werden einige Verbündete von dem Typ mit dazukommen. Wir sehen auch, Holland breitet sich ja mächtig aus. Vielleicht werden wir denen mal intensiver die Stirn bieten müssen. Weil Holland wird nie gerade kleiner. Friesland fehlt nämlich gar nicht mehr so viel für dich. Sobald wir das gewonnen haben, schnappen wir uns Uppland und dann geht das alles seinen Gang. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!